Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit dem SV-Mappen und zusammen mit Jonas. Grüßt euch. Ja, Freunde, und wir haben uns jetzt was überlegt, nämlich ein Ding, das hat jetzt etwas gewisse Ausmaß hier fürs Let's Play. Wir blicken dafür zunächst einmal auf den Kalender. Ich weiß, dass alle hier wieder Pro-Clubs mit mir spielen wollen. Ach, halt einfach die Klappe, Jungs. genau, wir hatten jetzt noch vor der Brust nämlich das Spiel gegen Köln, das DFB-Pokal-Halbfinale, plus noch 4 Ligaspiele gehabt. So, und Stand jetzt ist es ja so, dass wir aus der Champions League, nachdem wir gegen Barca jetzt hier rausgeflogen sind, jetzt nur diese 2 Wettbewerbe haben und einen davon, also die Bundesliga, schon gewonnen haben. So, da ich momentan aus etwaigen Gründen unter einem gewissen Zeitmangel leide und FIFA 19 schon relativ bald in den Startlöchern steht und ich dafür noch einiges vorbereiten muss, haben wir das jetzt so beschlossen, dass wir das DFB-Pokal-Halbfinale natürlich auf jeden Fall spielen, die Ligaspiele simulieren und wie gesagt, sollten wir jetzt also quasi jetzt heute gewinnen, dann würden wir heute das Spiel spielen plus, lass mal kurz sehen, ich glaube 2 Ligaspiele simulieren, genau, und dann halt in der nächsten Folge die beiden Spiele simulieren und das DFB-Pokalfinale spielen. Sollten wir heute verlieren, habe ich mir tatsächlich selber noch keinen Plan gemacht. Es gibt keine Alternative zum Sieg. Ja, also hallo, gegen Köln werden wir ja wohl gewinnen. Ja, eben, muss, Bruder. Also, ich bitte dich. Eben, genau, so sieht's aus. So, ansonsten können wir jetzt tatsächlich einmal einen Blick auf das DFB-Pokal-Halbfinale werfen und stellen dort fest, also es gibt ja 2 Halbfinals, logischerweise, sonst wird es nicht Halbfinale heißen. Zum einen das Spiel zwischen jetzt dem 1. FC Köln gegen unsere Wenigkeit, gegen die SV Meppen und auf der anderen Turnierbaumseite, ja, der VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. So, für uns natürlich relevanter sind die Kölner und wir sehen, sie haben sich bislang durchgesetzt gegen eine einfache Mannschaft und eine schwierige Mannschaft, das kennen wir irgendwo, ja. Ja, sie hat tatsächlich die einfache Mannschaft im Achtelfinale, die schwierigere im Viertelfinale. Erst 1-0 auswärts gegen Bielefeld, danach 2-1 auch auswärts bei der Borussia. Wir hingegen ein 4-3-Sieg gegen die Bayern und ein knappes 1-0 gegen Braunschweig zu verzeichnen. Ja, und nun jetzt halt dementsprechend das DFB-Pokal-Halbfinale. Also 2 Mannschaften, die jeweils sozusagen, in Anführungszeichen, auf Augenhöhe agieren, zumindest dem Pokalverlauf entsprechend. So, wie das Ganze nun aussehen soll, wir gucken natürlich auf die Startelf drauf. Wir haben natürlich heute wieder unsere Top-Elf am Start, ist ja klar. Viel zu verlieren und viel zu gewinnen gibt es ja jetzt in Anführungszeichen nicht mehr außerhalb der des Pokals. So, gucke nochmal ganz kurz, Fede oder Krause, wer von beiden ist kaputter? Krause, ne? Obwohl nee, wisst ihr was, wir setzen Acosta für Fede ein, einfach aus dem Prinzip heraus, dass wir Krause brauchen. Sein Spielertypus brauchen wir. Da kommen wir nicht drum herum. So, dann noch Ricky, Funbreeze und Henry. Plockmann natürlich weiter im Kasten. Wird es auch die letzten Saisonspiele allesamt erledigen für uns. Soweit zufrieden? Ich? Ja, genau. Ich rede sonst. Mit wem soll ich sonst reden? Okay, mit den Leuten so, aber eigentlich die Frage an dich. Okay. Easy. Okay, alles klar, haben wir es auch. Ich habe nur nicht immerhin so ganz mit der Frage gerechnet, sagen wir es einfach mal so. Alles klar, habe ich einen eiskalt erwischt. Ja, genau, Leute. Ja, ja. Damit ich das nochmal erwähne, worauf könnt ihr euch dann jetzt einstellen? Also wie gesagt, jetzt gibt es heute auf jeden Fall, wie gesagt, die Folge und ich meine eigentlich auch noch auf jeden Fall eine weitere Folge, die es auf jeden Fall geben wird, weil ihr habt euch, jetzt weiß ich nicht mehr, was da noch war, ihr habt euch nämlich eine Abschlussfolge gewünscht, bei der wir mal gucken, was aus den ganzen alten Mappenspielern geworden ist. Denn es gab ja auch noch mal welche, die es jetzt tatsächlich nicht den Weg bis hierhin, bis wie Leon Dema gegangen sind, sondern auch anders gegangen sind. Und ja, so eine große Abschlussfolge, dass wir die noch mal machen. Das heißt, die kommt so oder so auf jeden Fall beim nächsten Mal, egal wie das jetzt hier ausschaut. Und genau, die nehmen wir dann auf jeden Fall noch mit. Und ansonsten haben wir, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, denn ich habe mich ein bisschen verschluckt. Scheiße. Professionell wie immer. Genau, was steht nämlich sonst an? Wir machen das ja im Folgenden dann so. Ich werde euch jetzt dann innerhalb der nächsten 2-3 Wochen, lasse ich eine Abstimmung dann durchgehen auf dem YouTube-Channel, nämlich darüber halt, welcher Verein gespielt werden soll. Dazu dann nähere Infos, wenn es soweit ist, aber auf jeden Fall werdet ihr bis auf ein paar Rahmeneinschränkungen, die ich gebe, die Wahl haben, was es dann in FIFA 19 zu sehen geben soll. Gut. Haben wir das also auch schon mal gespoilert, dann können wir es aber, denke ich, loslegen, ne? Genug der Quatscherei.
Zeit für eine kleine, aber feine Partie. Der SV Meppen gegen den 1. FC Köln. Wir in Blau, Köln in Rot. Ach, Kölner, ne? Ich hab, wenn ich da schon wieder an denke, ne? Die haben jetzt gespielt gegen Aue. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Der dämliche Simon Terodde, ne? Er kommt einfach aus der ersten Liga, war vorher zweifacher Torschützenkönig der zweiten Liga gewesen. Kommt er jetzt, spielt gegen Aue und schießt 3 Tore. So kann man aber auch keinen Rückstand wegmachen als HSV. Naja, wie wir dann spielen, werden wir jetzt aber sehen. Denn der HSV wiederum spielt erst heute Abend. Wir aber jetzt gerade aktuell, nämlich hier unter Flutlichtbedingungen im schönen Emsland-Stadion. Ja, wollen wir sehen. DFB-Pokalfinale, wie gesagt, das Double, das ist noch drin für uns. Und das wollen wir holen heute gegen die Geißböcke. So, die Spieler kommen rein. Na, alle Parteien sind soweit. Wir blicken hier nochmal auf den Turnierbaum. Wie gesagt, das andere Halbfinale zwischen Wolfsburg und den Gladbachern. Da muss man mal gucken, dann Finale, ne, eins von beiden. Ich weiß nicht mal, was das Angenehmere da wäre. Ja, für uns heißt es jedoch natürlich erstmal diese Runde überstehen. Und diese Helden hier, die jetzt gerade sich passend aufstellen, sollen es heute richten. Wir blicken nochmal auf die Spieler im Fokus. Die Starspieler der beiden Mannschaften, Mitchell van Bergen und Lukas Vazquez. Ja, würde man aus heutiger Sicht sagen, ist so ein bisschen Unterschied drin in der Qualität, ne? Also, Van Bergen, für diejenigen, die es nicht wissen, spielt ja heutzutage immer noch bei... Oh, was war denn das? War das Kerkrade? Nee, Arnheim war das, Vitesse Arnheim. Und ja, Vazquez ist momentan, glaube ich, immer noch aktiv für Real Madrid. Also, leichter Unterschied auf jeden Fall geben. So. Die Spieler, also klatschen sie mal ab. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, wäre die Startaufstellung, aber FIFA ziert sich immer mit der so ein bisschen, bis sie mir dann mal überreicht wird, aber jetzt haben wir es. So, also die Startaufstellung, natürlich der Jungs, die es heute reißen soll bei uns, natürlich der Klassiker, ne? So gut wie keine Veränderung zum Spiel gegenüber Barcelona. Block beim Tor, die Viererkette, Neumann, Van Drongelen, Van Buys, Henry, davor Acosta, Krause, Van der Linden und die Dreier-Dreifachspitze, so rum, eine Doppelspitze ist nämlich nicht Malte. Wenn sie wie drei Leute sind, kann es keine Doppelspitze sein, beziehungsweise, ja, gewesen sein. Also Zeneli, Donis und Van Bergen, um es kurz zu machen. Blicken wir auf die Kölner. Die kommen mit Horn im Tor. Davor dann einer klassischen Viererkette. Carmona, Havasi, Ferreira und Moreno. Davor McKay, Hector, Höger und Vazquez. Und die Doppelspitze aus Hernandez und Gurassi. Und wenn ich mich nicht schwer irre, könnte dieser Hernandez vielleicht ein gewisser Chicharito sein. Da muss ich mich auch gleich von überzeugen, sobald der Ball rollt. Und damit würde ich sagen, ist aber jetzt aber auch alles gesagt. Wir gehen rein ins Spiel, der Ball rollt und oh, das war ziemlich kräftig. Hoppla, da ging ja ein bisschen die eigene Abwehr rein. Ja, lasst mal sehen, was hier heute so geht. Also, DFB-Pokal-Halbfinale. Wir von rechts nach links. Van Bergen mit dem ersten kleinen Vorstoß. Schade, Alberto ist da, McKay. Und rüber verlagert zu Höger. Ja, du, alter Tippmaestro, dann sag mal an, was tippst du? Ich als Tippmaestro sage, das wird nicht einfach und es wird ein dreckiges 1:0 für uns. Ein dreckiges 1:0 tippt er also. Ja, warum denn nicht ein Tippmaestro? Er steht im Gegensatz zu mir beim Tippspiel bislang nach dem ersten Spieltag deutlich besser da. und das als derjenige, der so wirklich gar keine Ahnung von Fußball hat, ne? Ui. Sondern der einfach mal darauf geachtet hat, wie die Quoten sind. Er hat einfach nach Quoten getippt. Der Quoten, ja. Jonas. Der Quoten, Jonas. Wer kennt ihn nicht? So, Ecke auf den ersten Pfosten. Ich probiere mal Spektakuläres. Ey, das war eigentlich ein V-Spiel. Nee, alles klar. Ein bisschen Tohuwabohu hier im Strafraum. Zeneli jetzt am Ball. Ja, aufpassen, Zeneli. Macht er gut. Neumann, Krause. Na, ich habe jetzt tatsächlich am ersten Spieltag jetzt nicht so viele Punkte eingesammelt. Ich glaube 2 oder 3. Ey, Alter, wollte gerade sagen, jetzt geht's hier aber los. Warte, ich hab's ja noch offen. Du hast es noch offen. Ja, du hast zu 3 Punkten geschafft. Du hast. Ich hab 3 Punkte, Jungs. Ich hab 3 ja, Punkte. Ja, du hast vor. Ich glaube, was ist das? Das Augsburg ja, gegen Fortuna. Genau, du hast 3 Punkte. Ja. Cool. Mit einem 0:1-Tipp. Habe mich auch weit aus dem Fenster gelehnt. Das hat aber auch getippt. So, dann lasst mal sehen, Freunde. Jetzt erstmal, also vielleicht die erste gefährliche Szene. Freistoß, Zeneli. Nee, nehmen wir mal lieber Acosta. Der kann das noch ein bisschen besser. Unser Maestro aus der 6 heraus. Acosta mit dem Schuss. Ja, ein bisschen zu weit rechts. Vielleicht noch ein Stück zu weit. Oben. Ja, die Distanz ist sehr nah. Da hast du halt Schwierigkeiten, den Ball erstmal wieder runterzubringen.
Einer der Klassiker, wenn du halt mit deinem Freistoß sehr, sehr nah dran stehst am 16er. So, Abstoß von Horn auf Hector. Jetzt wollen wir mal gucken. Die Kölner in ihrer ersten Angriffsbewegung auf Gyrassi. Ein guter Pass war das. Gyrassi! Ja, und den hat Glockmann aber sicher. Richtig. Neumann. Oh, dem verspringt aber bitterböse der Ball. Oh, Junge, Ballannahme. Naja, gut, okay. Die Flanke war jetzt nicht so besonders scharf. Dementsprechend Henry im Ballbesitz. Fanbries. Verlagerung. Neumann. Und Van Bergen. Richtig. Ja, Neumann wieder. Er sieht, dass da vorne sich Donis anbietet. Schöner Pass auf unseren Mustergriechen. Donis gegen zwei Leute. Verlagert der gut. Rübergespielt der Ball auf Acosta. Der jetzt in Richtung Zeneli. Zeneli. Ah, und Carmona da wieder zwischen. Schade. Psycho. Oder Kyko. Oder ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen soll. Beide Psycho. Alter. Ja, wie soll ich den aussprechen? Das ist ein C. Also ich weiß, Psycho ist jetzt wahrscheinlich falsch, aber also keine Ahnung, wenn jemand da von euch mehr Bescheid weiß als ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll. Und jetzt aber erstmal der Angriff. Schöne Laufwege jetzt hier, sehe ich gerade. Google spielt aber auf Donis. Donis jetzt hier gegen zwei Mann, macht das gut, legt den Ball in die Mitte. Oh! Oh. Acosta und Hector verpassen beide. Belastend. Henry. Direkt gespielter Ball von der Linden. Oh, auf Krause, der den Ball nicht richtig annehmen kann. McKay dazwischen. Und jetzt Zeneli. Macht er gut. Rübergelegt eigentlich, aber auch hier wieder die Kölner Abwehr am Start. Ball verlagert. Neumann kommt dann nur so halb hin, reicht aber immerhin für einen Einwurf. Ja, bislang noch ziemlich zerfahren hier bei leichten Regenschauer, die Partie. Oh, Krause. Wo stehst du mit deinen Gedanken? Der schläft noch. Jetzt die große Chance vielleicht für den ersten FC Köln. Über den linken Flügel. Gut vorbeigegangen an Neumann. Der Schuss kommt. Plockmann muss sich ganz lang machen. Und Acosta klärt erstmal. Nächste Nachschusschance vielleicht. Über Vasquez. Acosta dazwischen. Sehr gut. Und jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit für den SVM. Über Donis. Ah, versucht den Ball weiterzuleiten. Hector aber dazwischen, der Nationalmannschaftsverteidiger, hat da gut aufgepasst. Höger weitergeleitet zu Vasquez. Versucht den Doppelpass zu spielen. Klappt nicht. Krause passt auf. Neuaufbau über Henry. Acosta, Seitenverteidigung. Ja, Krause. Neumann. Ah ja, zu Van Bergen. Und der spielt zu Van der Linden. Der verliert fast den Ball. Vorteil. Ich wollte eigentlich da nach unten. Mist. Ja. Leider Ballverlust. Ja, da war Zeneli nicht schnell genug. Da hat er eine falsche Bewegung gemacht und die hat ihn jetzt den Ball gekostet. Dementsprechend jetzt also nächste Möglichkeit für die Kölner. Aber die spielen es bislang noch nicht so konsequent zu Ende. Viele Fehlpässe da drin im Aufbauspiel, im Angriffsspiel des ersten FC. Jetzt Henry. Vielleicht mal jetzt über Donis geht hier was. Donis. Ah, 1 gegen 1 Duell. Leider verloren. Vasquez. Und jetzt Fanbries dazwischen, gut gemacht, wieder Donis. Aber der Platz im Zentrum ist sehr eng, deswegen verlagern wir mal besser auf die Flügel. Und da ist Van Bergen, der kann mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Van Bergen, Van Bergen gegen zwei Leute auf den Flügel. Ey, Elfmeter! Wollte gerade sagen, das muss ein klarer Elfer sein. Da hat er geschubbt, da hat er Van Bergen aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das im 16er, das ist natürlich klar. Hast einen Kontakt da, ist das ein Elfmeter. Gucken wir nochmal drauf, hier, yo, mit der Schulter und dem Bein, beides so auf einmal, ganz klare Berührung bei Van Bergen und dementsprechend jetzt. Also die große Chance, kurz vor der Halbzeit für Anastasios Donis, uns jetzt hier in Führung zu schießen. Ich sag, er springt links unten. Nein, er springt einfach gar nicht und ich verschieße an den Pfosten. Ach nein, Anastasios Donis. Ah. Oh mein Gott. Jungs, die riesen Chance. Der springt einfach legitim halt gar nicht und ich schieß gegen den Pfosten. Ach, das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch einfach nicht. Ich fand ihn sehr relativ gut und platziert geschossen. Und er geht dann tatsächlich an den Pfosten. Zu platziert. Das war nicht punktgenau. Mist. Und jetzt nochmal die Kölner. Aufpassen. Gyrassi. Ah. Ja, der geht aber vorbei.
Und der Halbzeitpfiff. Ja, das wäre es noch gewesen, hätte die Kölner jetzt noch das Führungstor gemacht. Dann hätte ich aber wirklich, dann hätte ich wirklich durch die Decke gegangen. So, aber bleibt es erstmal bei 0 zu 0 zur Halbzeit. Ja, wie gesagt, die Wetterbedingungen sind nicht optimal. Man sieht auch die Rasenbedingungen mittlerweile im Mappen auch nicht mehr so ganz. Ja, das lässt alles ein bisschen hier zu wünschen übrig. Ah, aber es ist jetzt gerade ärgerlich. Also da hätten wir es wirklich gerade das 1 zu 0 eigentlich machen müssen. So geht es erstmal mit 0 zu 0 in die Pause. Ja, Umstellungen sehe ich erstmal noch keine kommen. Natürlich Van Bergen und vielleicht später auf rechts, aber so auf Andi wir es nicht. Ich würde es erstmal einfach so weiterspielen, oder was meinst du? Ja, ich schon. Gut, dann versuchen wir einfach mal. Ah, oh, was war das für ein belastender Elfmeter? Naja, wir müssen uns jetzt ja konzentrieren. Geht weiter, zweite Halbzeit. Die Kölner ins Zentrum gespielt, der Ball hier, aber direkt Krause dazwischen, gut gemacht. Zeneli wartet darauf, dass Henry nachkommt und der läuft mal mit ein bisschen Tempo vorweg. Schön gespielt, der Ball auf Zeneli. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Zeneli rübergelegt auf Donis. Ah, versucht den Ball abzuschirmen und zu passen auf Van der Linden. Klappt leider nicht ganz. Dementsprechend Ballverlust. Und McKay. Ich glaube, da ist Acosta angeschlagen. Das wäre jetzt nicht so schön. Ne, Acosta ist hier unten. Ne, dann war es vielleicht Henry. Ja, stimmt, genau. Henry hat vorhin die Sense abbekommen, aber der läuft tatsächlich nee, noch ganz nicht gut. Und können wir darüber froh sein. Jetzt Krause. Ah, versucht den Ball weiterzuleiten, aber auch hier wieder Ferreira dazwischen. McKay. Hector, gut gespielter Ball. Musset gegen zwei Leute hier fast. Weitergeleitet, Vasquez. Henry, gut gemacht, holst du den Ball. Zeneli und vielleicht eine Umschaltmöglichkeit für den SV. Van der Linden spielt den Ball nach rechts. Van Bergen, Krause, oh, nicht der präziseste Ball gewesen. Van der Linden, gut weitergeleitet, technisch starke Annahme. Donis, hier wird eigentlich schon wieder gefoult. Eigentlich, ja, muss das Freistoß geben. Gibt einfach hier wieder keinen. Verstehe ich nicht. Dementsprechend jetzt also die Kölner mit der nächsten Szene. Henry, gut gemacht, holt sich den Ball. Und jetzt eine Umschaltsituation. Gut gespielter Ball. Donis, komm, jetzt steckt durch. Sehr gut gespielt. Ah, aber Van der Linden gegen Hector, das passt nicht. Körperlich ist leider Van der Linden nicht der Mann für solche Duelle. Da haben wir andere Kaliber für in der Mannschaft. Schade. Dementsprechend also wieder Neuaufbau. Blockmann, das war ein bisschen eng, ja. Haben wir auch gerade gedacht. Da hätte er ein Stückchen früher spielen dürfen. Donis gegen 1, 2 Leute macht das gut. Donis rüber verlagert der Ball auf Van der Linden. Nochmal weitergeleitet auf Van Bergen. Wieder zu Donis. Donis mit dem Abschluss. Aber auch hier wieder nicht ungestört. Also die Kölner sind immer irgendwie noch mit einem Bein dran, ein Bein da. Wir kommen einfach tatsächlich noch nicht so in die Abschlusssituation, wo wir sagen können, jo, da sollte der drin sein. Jetzt Vasquez. Schön gespielter Ball auf Musset. Musset gegen Blockmann. Und abseits. Puh. Ja. Und im Nachhinein nochmal eine gelbe Karte für Carmona. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr weshalb, aber das sehen wir bestimmt doch jetzt nochmal in der Wiederholung. Gucken wir mal drauf. Ja, das Foul von gegen Henry von vor 20 Minuten. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Wechsel rein. Der gesamte rechte Flügel sieht eigentlich relativ K.O. aus. Wir bringen nochmal Hack rein. Der darf nochmal mitmischen. Ich denke, Zene, den könnten wir eigentlich auch auf rechts setzen. Ja. Ja. Den setzen wir auf rechts, hackt auf links und dazu dann, ja gut, hier nochmal rein. Für Krause tatsächlich, Van der Linden hat man mehr Ausdauer als wer anders. Und dann in der Verteidigung, ja, Ibrahima Konaté, den könnten wir hier eigentlich auch nochmal bringen. Ist zwar jetzt nicht der fixeste, aber das dürfte vom Prinzip her reichen. Ich glaube, Ricky, du bist glaube ich sogar noch ein bisschen schneller, ne? Lass mal kurz sehen, Antritt 69, Sprintgeschwindigkeit 81. Konaté 76, nee 92, okay. Gut, hat sie geklärt. Der Blackie ist schneller. Gut. Du Rassist. Ist das so? Die Schwarzen sind immer so schnell. Das ist aber jetzt nichts Verwerfliches, wenn ich das sage. Ja, ja, weil sie vom Löwen wegrennen müssen, ne? Das habe ich jetzt nicht gesagt, das warst du. So, auch nochmal ein Wechsel bei den Kölnern. Sie bringen nochmal Wings rein für Höger. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was da so geht. Henry. Hack. Da muss doch bestimmt noch ein guter Angriff bei rumkommen können. Donis. Hack, kein Abseits. Gut gemacht. Nochmal Donis. Und das ist auch wieder ein Foul. Och Mann, ey, Schiri. Brille nicht vergessen. Oder zumindest die Köln-Brille wegstecken. Ja, ist doch wahr. Ja. Vasquez. Vasquez.
Gegen Henry macht Vasquez erstmal gut. Henry setzt aber nach. Ball bleibt bei Vasquez. Musset, wieder Vasquez. Vasquez, ja. Carmona, Flankenmöglichkeit. McKay! Oh. Nur das Außennetz, mein Freund. Nur das Außennetz. So, Juan Camilo Hernandez, aka Chucho, oder wie auch man ihn jetzt aussprechen soll, geht raus. Also hier nochmal ein Wechsel, auch in der Offensiven. Natürlich, die Kölner riechen natürlich auch das DFB-Pokalfinale. Das darf man nicht vergessen. So, Gauthier. Konaté. Oh, schlechter Pass. Alberto dazwischen. Schöner Chipper in die Mitte. Jetzt hier Van Drongelen, Konaté. Gut gemacht, Gauthier, Van der Linden. Und das ging gut. Das ging schnell. So mag ich das sehen. Acosta. Schön gespielter Ball auf Donis. Und der ist tatsächlich mal ein bisschen Platz. Donis. Geht am ersten vorbei. Am zweiten lässt er stehen. Und Van der Linden! Jawohl! Sehr schön! 1-0. Genau, der sitzt, Jonas. Da hast du recht. 1-0. Endlich mal ein schöner Angriff. Endlich mal ein bisschen Platz für einen vernünftigen Torabschluss. Und da ist der Ball auch jetzt endlich mal im Netz. 77, ja, 78 Minuten mussten wir warten darauf. Schön gespielt hier nochmal Donis. Und dann fand er ihn tatsächlich erstmal mit ein bisschen zu viel Platz und dann schön ins Eck geschossen, ins Eck geschlenzt, toll versenkt. Ja, Freunde. Da bleibt aber auch keine Sekunde zu früh abgeschlossen, ne? Ja, schneller ging es halt nicht, dabei muss es kommen. Ja, klar, das ist, aber. Ich weiß, die Kölner sind auf Zack, aber es hat geklappt. Ja, we're close. So, Freunde, und jetzt sind es noch 12 Minuten plus Nachspielzeit, bis wir singen dürfen. Ja. Wings. Wobei, will das überhaupt irgendjemand hören? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, aber ich glaube, das möchte wirklich keiner hören. Aber egal. Fun Breeze. Henry, wie gesagt, die Zeit tickt jetzt für uns. Eben. Van der Linden. Oh. Ah, dann denke ich mir solche Pässe manchmal so schön und sie kommen einfach überhaupt nicht. Gauthier. Van der Linden. Acosta. Van der Linden, da sollte nicht hin. Und da sollte er auch nicht hin. Ich hasse FIFA-Autokorrektur. McKay. Ferreira. McKay nochmal. Nochmal Musset. Vasquez. Höger. Aber auch hier wieder Plockmann zur Stelle. Acosta. Hack. Van der Linden. Schön gespielt. Wieder Hack. Und der hat jetzt tatsächlich mal ein paar Meter Platz. Robin Hack marschiert jetzt tatsächlich mal. Hack, Lüge übergelegt. Schön gemacht. Auf Zeneli. Und Timo Horn. 10 noch nicht ganz vorbei. Hector. Wings. Ja, sie gehen jetzt auf Nummer sicher, klären raus. Aber das ist auch ein Ball für Gauthier. Und der hat einen Antritt. Der hat einen guten Antritt. Gauthier nochmal. Schade. Wäre auch noch was geworden hier, wenn wir jetzt noch ein 2-0 nachgelegt hätten. So aber nochmal tatsächlich für die Kölner. Eine Chance vielleicht. Nachspielzeit läuft schon. Ballverlust. Acosta, Gauthier. Gut rüber verlagert. Auf Konaté. Der kann jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Rübergelegt zu Zeneli. Jetzt wieder Donis. Der nimmt Van der Linden mit. Van der Linden versucht mal was ganz Riskantes. Aber egal. Das bringt erstmal Zeit von der Uhr. Herr Horn muss ihn auch erstmal rausschlagen können. Das war's, Freunde. Sehr schön. Jetzt dürfen wir singen. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Gut, sehr schön, Freunde. Also, ja, das Olympiastadion, es wartet auf uns. Der Double, es ist weiterhin möglich. Dank ihm hier, dank dem schönen Tor von Marvin van der Linden. Ja, wie du schon tatsächlich prognostiziert hast, du alter Tippkönig, ne? Ja, hat wieder recht, ne? Ja, wir haben ein dreckiges 1-0. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dreckig. Denn, ja, der Platz, der war wahrscheinlich nicht so sauber. Boah, ja, wenn du da gesehen hast, wie die Wassertropfen weggespritzt wurden. Ja, alles klar, weißt schon Bescheid. Aber wir hätten ja tatsächlich auch schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, ne? Hätte ich einfach diesen Elfmeter nicht an den Pfosten gesetzt. Ach, das wurmt mich ja des Grauens. Tja. Naja. Gut, egal. Lassen wir es dabei. Also, das Golden Goal hier heute, das von Marvin van der Linden. Es hat dafür gereicht. Das DFB-Pokalfinale, es ist erreicht. So, und dann blicken wir uns jetzt also nochmal um. So, wir also jetzt mit unserem 1-0-Sieg, Wolfsburg gegen Gladbach, die spielen erst noch. Das heißt, da müssen wir noch erst drauf warten, dass die dann soweit sind. Ich weiß gar nicht, ist das ein Tag später oder ist eine Woche später? Das können wir gleich dann sehen, wenn wir zum Hoffenheim-Spiel übergehen. Die PK interessiert uns erstmal nicht. Machen wir erstmal weiter.
So, Turnierpreisgeld. Also wir kriegen jetzt erstmal mal schon mal ein Preisgeld und ein Spieler ist auskuriert. Ach, Peter Lang. Der gute Herr hat Der seine Mensch. Verletzung jetzt mal langsam wieder beiseite bekommen. Wir gucken jetzt nochmal drauf. Also 2,5 Millionen gäbe es nochmal nächstes Jahr für Meppen. Ja, könnten sie durchaus mit leben. Der Profit ist aber auch so schon recht großzügig. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. So, wir gucken jetzt also dann nochmal auf den DFB-Pokal drauf. Und da ist jetzt die Frage, ja, tatsächlich, sie haben diese Woche schon gespielt und das Ergebnis lautet 2 zu 1 pro Gladbach. Das heißt, wir haben das DFB-Pokalfinale zusammen, der SV Meppen spielt gegen Borussia Mönchengladbach den DFB-Pokal aus. Das heißt, wir fassen tabellarisch auch zusammen, Erster gegen Zehnter. Ja. Müssten wir eigentlich machen. Aber wir haben diese Saison, glaube ich, auch schon mal unsere Probleme gehabt gegen Gladbach, oder? War das nicht erst jetzt in der Ja, letzten ich oder meine vorletzten auch, Folge? ja, ich meine auch. Wir können noch mal ganz kurz in den Kalender gucken, aber da hast du, glaube ich, recht. Wir hatten jetzt letztens doch Probleme gehabt gegen Gladbach. Ach, da war es tatsächlich da. Oh, nee, nee, wir haben gewonnen. Ja, gut, 2-2. Und das Hinspiel? Wenn wir jetzt dann, damit deine Theorie vielleicht zumindest ein bisschen richtig ist. 3-0. Nein, wir hatten keine Probleme mit Gladbach bis hierhin. Das tut mir leid. Die Theorie ist leider falsch, Dr. Tippkönig. So. Okay, ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt auch noch zwei Spiele heute vor uns, die wir simulieren werden. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz jetzt, wie das nochmal im Kalender aussieht. Shit, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das DFB-Pokalfinale ist. Ach, in der Woche darauf erst. Ja, genau. Das ist jetzt eine Woche darauf. Und du hörst mich noch? Ja, ich höre dich wieder. Ach, du hörst mich wieder. Okay, gut, immerhin. Ja. Beziehungsweise hatte ich gerade kurz Standbild und. Genau. Was das andere wäre übrigens noch die Weltmeisterschaft gewesen mit Irland. Ne? Gruppenphase sieht man schon: China, Dänemark, Brasilien. Aber das. Das wäre halt auch interessant gewesen, aber Ach, nee, gegen wie China mal gesagt. zu spielen? Ja, nee, muss nicht sein. Ja, vor allem jetzt, weißt du, China, Dänemark, Brasilien und er kommt an. Mit China, das wäre interessant, dagegen zu kicken. Ja, Gegen aber das also Hinterweltland im na Fußball. und, aber ganz ehrlich, es ist halt Maschine, das ist mal was anderes als immer nur gegen, keine Ahnung, Finnland oder weißt du? Aber er hat Brasilien zur Auswahl und nimmt China. Naja, egal. Ja. Gut, lassen wir dich Also ich mal. meine, bis Brasilien. Ja, okay. Nach dem letzten WM kann ich nicht mehr sagen, dass die nicht drauf So, haben. wir. Ups, nein. Ich wollte ihn auch nicht als RZM einstellen, so als ZM. So, und was wollte ich jetzt hier? Ich wollte genau die Aufstellung machen. Du bringst mich schon ganz durcheinander. So, Ja, wir tauschen deswegen bin ich also ja ein da. bisschen durch. Ja, richtig, toll. Und die Acosta hat mich seine 80 erreicht. Sehr schön. Kriegen wir also nochmal ein kleines Stärke-Update hier von Acosta. Also mit seiner 80. Nehmen wir doch nochmal gerne mit. Ansonsten Krause, Ricky, das sieht alles noch ganz gut aus. Wir werden jetzt also fast mit A11 heute in der Simulation antreten. Nur Van der Linden kriegt heute passenderweise mal eine kleine Pause. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein in die Simulation. Wie gesagt, wir jetzt heute gegen Hoffenheim. Wir blicken nochmal drauf. Die Hoffenheimer, für die geht es tatsächlich noch ein bisschen was. Sind um den Hauptplatz 7, müssten heute gewinnen gegen uns, damit sie ihre Europaträume aufrechterhalten können. Ja, so 3, 4 Spieltage vor Schluss. Wir jedoch dagegen, ja, haben natürlich keinen Bock, da jetzt nochmal ein paar Punkte herzuschenken, wenngleich wir natürlich schon durch sind. Ist zudem ein Heimspiel, das sollten wir also von daher zumindest einen Punkt holen. Ja, finde ich auch. Ey, wenn du wüsstest, dass mir gerade wieder mal für einen Witz auf der Zunge lag, als du das mit Erstmal habe ich jetzt Akkus. erstmal Doniz hier ein Tor und Kaderabek. Also 1-1 haben wir schon mal. Deinen Ja, Witz musst du deutlich für gleich aufsparen. ich sag mal, wir schießen noch eins. Zeneli verletzt sich erstmal. Schwer. Mit Krankenwagen. Jungs, ich liebe Simulation, habe ich das schon mal gesagt? Und Feinbury hört sich gleich mal noch eine gelbe Karte. Ja, also 70. Minute weiterhin 1 zu 1 hier. Wir gehen jetzt auf die letzten Meter zu. Och, komm, wenigstens eins noch. Ne, gibt keins Oh. mehr. Also es bleibt beim 1 zu 1. Tore durch Doniz und Kaderabek. Er hat tatsächlich den Punkt, den ich gesagt habe, den wir heute mindestens holen wollen, haben wir geholt. Aber wir haben ein kleines Problemchen und das nennt sich Zeneli. Und da müssen wir drauf gucken. Fristbindung des Nationalteams ist mir egal, aber 4 Wochen, überdehntes Knie. Das wird ziemlich eng mit dem Pokalfinale, Mr. Zinedi. Das wird verdammt eng. Wir nehmen nochmal das nächste Training hier eben mit, aber das sieht wirklich nicht so schön aus. So, drückt nochmal rein. Das war eine gute Trainingseinheit, das muss man tatsächlich sagen. Dreimal A, zweimal C, damit kann man definitiv leben. Aber wie gesagt, das war jetzt also so exzellent jetzt nicht. Wir gehen nochmal weiter und nehmen jetzt heute dann nochmal das Spiel auch noch gegen Leipzig mit. Jetzt kommen die ganzen Euroleague-Kandidaten hier doch. Da haben wir nämlich den nächsten vor der Brust stehen, also die Aber restlichen. guck mal, schau mal, wer sich da vor die Bayern noch geschoben hat. Ach stimmt, Leverkusen, wobei die beiden spielen noch, ne?
Ach so, ja, gut. Aber trotzdem ist Leverkusen davor. Ja, halt Vizekusen, ne? Ja, den Pointe konnte ich mir nicht verkneifen. Hast du nicht vorhin noch eine Pointe gehabt? Ja, zu Acosta. Was denn? Also, weißt du, was du mir den 80 gesagt hast, wollte ich bringen. Ich wusste gar nicht, dass wir freilaufende Löwen haben in Deutschland. Den habe ich jetzt legitim nicht verstanden. Egal. Okay, vielleicht hat ihn da draußen jemand vor euch witzig gefunden. Ich habe ihn leider nicht verstanden. Gut, Ja. egal. So, blicken wir mal lieber jetzt nochmal einmal kurz hier drauf. Also die Leipziger wiederum jetzt hier. Oh, Hoffenheim jetzt tatsächlich. Ja, die haben jetzt bluten müssen. Gut, Hoffenheim, das wird wohl nichts mit der Euroleague. Aber für die Leipziger, da geht es noch ganz schön rund. Jetzt 3 Spieltage vor Schluss. Sie haben noch die Chance tatsächlich auf die Champions League, müssen aber vor allem erstmal sehen, dass sie ihre Europa League absichern. Platz Nummer 5, ich glaube, ich habe sie auch in der Tipptabelle, habe ich sie auf Platz Nummer 5 gesetzt. Bin ich mir mal nicht ganz sicher. Also, das heißt, sie werden schon mal nicht Fünfter werden, das weiß ich jetzt schon. Das wäre zu einfach. Dementsprechend, ja, wollen wir mal gucken. Also, die Leipziger wiederum haben noch ein ganz solides Torverhältnis, wenn man den Rest der Liga sich so ansieht, weil es hier einfach tatsächlich ja 3 Vereine gibt mit einer krassen Tordifferenz, die einfach den Rest der Liga zerstört. Aber dementsprechend kann man auch ganz zufrieden sein aus Leipziger Sicht. Die Offensive ist europareif, die Defensive sogar eigentlich fast Champions League reif. Dementsprechend müssen wir mal gucken, was da jetzt so geht. Wir haben noch 2 Mails, einmal eine PK und einmal, wer möchte spielen? Van der Linden möchte spielen. Ja, ist ja okay. Wenn du dich nicht verletzt, Kollege, darfst du spielen. Das musst du mir versprechen. So, Ersatzspieler erstmal. Nakajima heute natürlich, dann jetzt für Zeneli und Alenia darf jetzt heute dann auch mal wieder pausieren. Nehmen mal Van der Linden mit. Plus die Tatsache, dass wir jetzt tatsächlich auch auf die Ersatzbank die besten Leute reintauschen können. Das heißt, wenn der nochmal reinwechseln will, ne, weiß Bescheid, was ich meine. Der Bot, dann kann er tatsächlich dann auf die besten Leute zurückgreifen. Das heißt, bringen wir noch mal Fehde mit rein. Nee, brauchen besser 2 Verteidiger. Können wir mal Peter Lang reinschmeißen statt Demay. Dann hat er zumindest noch das Beste an Auswahl hier auf der Bank. Gut, dann wollen wir mal gucken. Also nochmal die letzte Simulation des Tages, auswärts in Leipzig. Ich höre deinen Tipp. Mein Tipp ist eine zu 1 Niederlage, weil wir simulieren. Eine 1-0 Niederlage. Gut, ich tippe Was? auf 1-0 Niederlage, oder was hast du gesagt? Ja, ich habe auf eine 2 zu 1 Auf Niederlage 2-1 getippt, weil Niederlage. wir halt simulieren. Okay, dann halte ich Ja. dagegen und sage 2-1 Sieg. Dann Okay. wollen wir mal gucken, wer jetzt hier recht hat. Also, los geht's. Die Simulation läuft. Nach 10 Minuten bislang noch nichts passiert. Könnte natürlich auch ein tristes 0 zu 0 werden. Van Buijs holt sich nochmal eine gelbe Karte ab. Kennt man ja. Die nächste. Acosta, ja, sehr schön. 1-0. Okay. Für Meppen, ja, 16 Minuten sind gespielt. Komm schon, Jungs. Van Ja. Bergen, Oh siehste, nein! 2-0. Und gelb-rot. Oh. Das tut genauso weh wie ein Gegentor. Ja. Es ist de facto ein 2-1. Ja. Also, Okay, du hattest recht. 3 Punkte haben wir uns geholt hier gegen Augustin El-Sharawi, Demme und Co. Aber ja, leider eine gelb-rote Karte. Die hätte jetzt nicht so unbedingt sein müssen. Ja, gut. Dementsprechend sind wir dann also durch. Wir gucken nochmal hier eben kurz aufs Training und dann, was die Sperre sagt. Ja, das ist jetzt natürlich schon belastend gewesen. So. Tor Klein macht sogar mal einen Stärkepunkt. Gönnt sich jetzt Na die Mensch. 79. Ist jetzt tatsächlich auf dem Level von Blockmann. Ja, wärst du damals, wär Klein damals schon so in der, ja, Ende der dritten Liga gekommen, ne, dann wäre er vielleicht die Nummer 1 jetzt geworden, aber er kam leider ein bisschen zu spät. So, wir gucken jetzt auf den Terminplan, habe ich gesagt, aufs Büro und da sehen wir jetzt die Sperre. Ach so, ach Malte, Endspiel. bist du auch dumm, Alter. Gelb-Rot-Sperre, natürlich nur ein Spiel. Na, Malte, das war kein Glattrot. So. Harrison beschwert sich, er spielt zu wenig und Van der Linden bedankt sich. Gut, lass mal sehen. Ich glaube, Harrison, du spielst doch sowieso gerade, oder? Nee, tatsächlich, du sitzt noch auf der Bank. Ja gut, daran lässt sich beim nächsten Mal was rütteln. Das heißt, ja, wir sind aber an dieser Stelle für heute erstmal durch, ne? Haben jetzt tatsächlich also diese 4 Spiele jetzt, nee, 3 Spiele vonstatten gebracht. Denke, das dürfte so ungefähr hinhauen. Ich denke, ihr könnt zufrieden sein, haben uns ja auch mal ein paar Punkte abgeholt. Und dann würde ich sagen, gehen wir also beim nächsten Mal dann zur großen Finalfolge, ne? Genau, das machen wir. So, und jetzt beenden wir mal, bevor ich jetzt ganz melancholisch werde. Ja. Ach, das ist so schade. Naja, egal, Leute. Ich fange jetzt schon an. Das muss ich mir fürs nächste Mal aufheben. Dementsprechend würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich und haut rein, ne? Tschüss. Ciao.